Ich bin Elena Alvarez, ich bin Regisseurin und Kuratorin von diesem Festival und freue mich sehr, jetzt Lea Najjar vorstellen zu dürfen, die Regisseurin des Films Cash Cash. Wo ist sie? Her, auf die Bühne? Ja! Lea, das ist dein Abschlussfilm und schon hast du gerade in Kopenhagen den Next Wave Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast vorhin erwähnt, dein Leben bislang verlief so zwischen Wien und Beirut. Da wollte ich nur kurz fragen, wie soll man sich das genau vorstellen? Meine Mama hier auch im Publikum ist Deutsche, aus München tatsächlich, also ist auch ein Heimspiel. Und mein Papa ist Libanese und ich bin halt zwischen Wien, wo meine Eltern sich im Studium kennengelernt haben, und Beirut aufgewachsen, genau. Also meine ganze Jugend von 12 dann bis 20 sozusagen, die prägenden Jahre waren in Beirut, genau. Das heißt, ohne diese Jugend in Beirut hättest du wahrscheinlich nicht die Leute kennengelernt. In Bezug auch, glaube ich, die Geschichte erzählen zu wollen von dem Land und was auch passiert ist in den letzten Jahren dort. Ja. Und der Film, das geht um Federn, Fliegen und Träume? Ja, also wir haben lange, ich möchte den Film jetzt nicht vorwegnehmen. Auf gar keinen Fall. Wir wollen nur noch ein bisschen. Ja, ich habe lange gesucht nach einem Bindeglied, was das die Stadt und auch die Gegend vernetzt, und bin auf dieses Spiel gestoßen, was Leute von allen Hintergründen in allen Orten in der Stadt und auch über das Land und über die Region grenzenübergreifend spielt, und gesehen, dass es einfach ein interessanter Blickwinkel ist, um zu schauen, was im Land passiert. Und das sehen wir jetzt. Und nachher haben wir genug Zeit, noch lange über diesen Film zu reden. Ich freue mich sehr. Danke. Dieser Film ist auch nominiert für den Kino-Kino-Publikumspreis, gestiftet vom BR und von Dreisat. Wenn Sie dafür stimmen wollen, vergessen Sie bitte nicht, in die Box, die später bereitgestellt wird, das ist so eine Plexiglas-Box, very 80s, da Ihre Eintrittskarte reinzuwerfen. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen keine Eintrittskarte, weil Sie online gebucht haben. Dann kriegen Sie so einen Zettel und dann, also nehmen Sie den Zettel und stecken Sie ihn rein. Ja, da Heimspiel ist, wird es gut ausgehen. Sie nicht wollen, dass eine Taube auf Sie... Also, Film ab und auf nach Beirut. Wie Tauben, fliegen weg. Ja, vielen Dank für diesen wunderschönen Film. Vielen Dank, dass ihr euch uns eingeladen habt, hier ins Präsentieren. Sehr gerne, sehr gerne. Mai, es gäbe so wahnsinnig viel. Ich fange jetzt einfach mal an mit so ganz banalen Dingen. Wie hast du deine Protagonisten gefunden und ihr Vertrauen gewonnen? War das schwierig? Wir haben lange recherchiert, auch über das ganze Land hinweg. Wir wollten am Anfang nicht nur in Beirut drehen, sondern auch in verschiedenen Städten und sehen, wie die verschiedenen Spiele sich miteinander verknüpfen. Und wir haben halt gemerkt, dass wenn wir einmal einen haben, der uns vertraut, dann ist es innerhalb von, also wie ein Netzwerk, und dann vertrauen einem die nächsten Nachbarn und die nächsten, und die kennen sich auch alle untereinander, auch sehr weit verteilt, weil es gibt diese, man sieht manchmal so Coffeeshops, so wo die sich treffen nachts, um so zu reden, wer hat von wem die Taube und wem hat wer was geklaut, und sich so zu unterhalten über die Spiele. Und in diesen Coffeeshops haben wir ganz viel Zeit verbracht. Ich und meine Freundin Alia, die halt heute leider nicht da ist, die Co-Autorin ist von dem Film. Genau, und wir haben ganz viel Zeit in den Coffeeshops verbracht, und die dachten halt, was sind diese zwei verrückten Frauen, die da über die Taube einen Film machen wollen? Wollte ich gerade fragen, war das ein Thema, dass ihr Frauen seid? Und also war das einfach, als Frauen viel Zeit in Coffeeshops rumzuhängen?
Ich glaube, es war ein, wie sagt man, Blessing in disguise. Also so dadurch, dass wir nicht ernst genommen wurden, wirklich mit was wir machen, haben wir auch, die Türen haben sich geöffnet. Ja. Wie war das mit den Produktionsbedingungen? Also du hast über einen relativ langen Zeitraum diesen Film gedreht, immer wieder, seid ihr da immer hin und her oder seid ihr da, habt ihr da 1,5 Jahre gelebt oder wie war das? War es schwierig, den zu machen oder einfach? Ja, also es war, wir hatten vor zu drehen und dann, also am zweiten geplanten Drehtag hat die Revolution begonnen und wir waren so, vielleicht ist es ja in ein paar Tagen vorbei, wir wissen ja nicht, was passiert. Und es hat dann Monate gedauert und auch das Team, ich meine, alle waren auf der Straße, wir waren auch auf der Straße, niemand, der Film wurde zweitrangig, es ging erstmal so, okay, der Kameramann, der Tonmann, alle wollten protestieren gehen. Und der Film hat sich sozusagen, war in den Prioritäten dann, haben wir gesagt, okay, warten wir, bis die Revolution vorbei ist. Ihr habt ja auch bei der Revolution gedreht. Ja. Wie habt ihr euch da geschützt? War das ein Thema? Also wie schützt man sich während, als... Also es ist Material von verschiedenen Freunden von mir, also von mir, von Alia, von anderen Freunden, die Presse sind. Also die haben dann so auch richtige Ausrüstung, wenn sie drehen und sind Reuters oder Presseleute, die dann also anders wahrgenommen werden. Also dort jetzt in der Montage ist es Material von verschiedenen Leuten, die ich kenne in Beirut, genau, die sich alle auf andere Art und Weise geschützt haben. Also ja, aber diese Sachen, mit den, wo die Leute wegrennen und so, das sind also von einem Freund von mir gedreht und der ist halt auch gerannt und hat eine Kamera angehabt. Und weiter, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, es gab immer wieder Momente, wo du dachtest, jetzt geht es nicht weiter. Ja, also besonders nach der Explosion. Also dann war so, machen wir wirklich einen Film über Tauben, wenn die ganze Stadt explodiert ist. So hat sich schon sehr verrückt angefühlt, also bei dem Thema zu bleiben. Und wir haben uns aber dann, hat Radwan eben weitergespielt und wir dachten, wenn die weiterspielen, also ein paar Tage nachdem die ganze Stadt explodiert ist, dann warum filmen wir sie nicht weiter? Ja, das ist eine irre Metapher, ne, für den Kreislauf des Lebens. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit für das Q&A, aber ich wollte sehr gerne noch kurz öffnen für Fragen aus dem Publikum. Bitte, schnell. Ich wollte, wenn wir nicht viel Zeit haben, mein Team herholen, sehr gerne, was da ist. Bitte, alle raus. Einmal Matthias Escher und Max Brunner, die Produzenten. Tobi Wilhelmer, der Cutter. Lasst euch nicht bitten, kommt. kannst du sagen. Noch jemand? Schnell auf die Bühne, wer ist noch also da? Ich muss jetzt ganz schnell reden. Ich muss nämlich ein bisschen auch ein paar Leuten danken, unter anderem unserem Förderer MFG, von der MFG ist Robert Gehring da. Die haben uns Geld gegeben, das ist immer ganz wichtig. Und wenn man so eine Geschichte hört, wie Lea gerade erzählt hat, dass also da bricht die Revolution aus und die hören auf zu drehen und da sitzt da als Produzent da rum und siehst, wie das Geld wegschwimmt. Und dann willst du den nächsten Ansatz machen und dann fängt die Pandemie an und dann siehst du, wie das nächste Geld wegschwimmt. Und dann willst du den nächsten Drehversuch starten und dann explodiert die Stadt und dann gibst du eigentlich auf. Und dann haben wir trotzdem weitergemacht und dann ist ein Film geworden. Und dann kommt alles wieder. Ja, also das ist der Editor, Tobi, und das ist Max, der eigentlich alle Schnüre im Hintergrund gezogen hat, damit das überhaupt stattfinden konnte. Ja. Pigeon Player. Aber zurück zur Frage. Ich wollte jetzt... Kasch steht für, also das Spiel heißt Kashish Hammam und Kasch ist, machen sie meistens so Kasch, wenn sie gewonnen haben, also wenn sie die Federn reißen und den, vom Gegner eine Taube gefangen hat, dafür steht Kasch. 313, das konnten wir in dem Film nicht zeigen, aber Hassan ist schon Teil, also ist schon politisch aktiv und ist Teil von Amal heißt die Gruppe, es ist eine ziemlich radikale politische Gruppe, genau, und das ist das Tattoo davon, also er ist ziemlich... Also es hat das Leben, die Lebensumstände haben ihn gezwungen, dass er ziemlich radikal politisch manchmal unterwegs ist und davon ist das Tattoo noch wie so eine Art von Gangster-Tattoo.
Okay, also der nächste Film geht über radikale politische Menschen, die 313 auf ihren Körpern tätowiert haben? Ich glaube nicht. Also vielen herzlichen Dank, Lea, für diesen wunderbaren Film und alle, die so zäh durchgehalten haben, auch wenn das Geld dreimal davon fließt, es kommt zurück wie die Tauben in Form eines wunderbaren Films, der jetzt sozusagen sein Weg finden wird. Und Ihnen auch einen schönen Abend. Besuchen Sie uns weiterhin ab dem 9. auch online in ganz Deutschland. Sagen Sie es weiter, kommen Sie wieder. Guten Abend.